So, Quick Match geht weiter. Ich werde einen Supporter spielen und ich werde mal wieder Tyrande spielen. Ah, lange nicht mehr die gute Tyrande gespielt. Und geht auch gleich los, wer hätte das gedacht? Zwei Spezialisten in Vierer-Team. Okay. Mir eben gerade noch die Patch-Notes angeguckt, die am Mittwoch kommen. Das kleine Balance-Update, wo Butcher ein bisschen gebufft wird und Rexxar gebufft wird und Caters ein paar Änderungen bekommt, ist auch nur kleiner Buff. Und was war nach? Ach, Nasebo wird genervt. Schade eigentlich, ich habe immer sehr, sehr gerne auf den Koloss gespielt. So, ich möchte mit Tyrande gerne mal was ausprobieren, und zwar Tyrande gerne mal auf Heilung spielen. So, ich guck mal eben kurz noch mal die Talente durch. Ich werde nicht auf die Eule spielen mit dem Eulenbild oder auf den Auto-Attacks, sondern ich werde tatsächlich mal auf Heilung spielen. Bewegungsgeschwindigkeit. Wo ist denn die Fähigkeit? Genau, ich werde auf Mal der Waldläufer spielen, vor allem die Abklingzeit um 6 Sekunden. Geht mal wieder zurück. Karasim hat schon 6K geheilt.
bisschen ätzend. Das Licht verblasst in meinem Tempel. Bald wird es wieder erstrahlen. Ohne zu zögern. Wir fallen da. Glück gehabt, dass wir da noch weggekommen sind. Okay, das musst du auch erstmal hinbekommen. So, ich gehe jetzt nochmal zurück und ich gehe mal hier gucken. Oh fuck, da habe ich überhaupt gar nicht gesehen, dass du. Hä? Wann ist denn der Tower da gekommen? Ups. What the fuck? Habe ich überhaupt nicht dran gedacht gerade. Oh ja, ganz schön gefehlt. Sorry. Überhaupt nicht. Hä, das habe ich überhaupt nicht gescheckt gerade. Das ist ja. Ach man. Wir gehen jetzt zum Brunnen latschen. Spielen die nur zu viert? Wir sind fünf, ja. Und wir haben da Xul und Co. noch. Nicht mal ansatzweise hinterher, hat schon 23k geheilt. Wahnsinn.
Leider kein Mana mehr, Jungs. Gar nicht so einfach, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ja, so läuft's nicht. Ja, komplett auf Heal gehen geht halt nicht, aber so eine Art Heal-Bild gibt's halt auch nicht wirklich. Komm schon. Team. Kommt, wenn wir schon mal hier sind. Jetzt mal einen Teamfight gewonnen, der gar nicht mal auch, der spielt auf Pushen. Nice. Lohnt sich ja eigentlich auch. Hätte ich Feuer machen sollen.
die auch wirklich gar nichts mehr. Na, 41.000, an ihn ran komme ich nicht. Aber ein Versuch ist es wert. Mal gucken, ob ich noch irgendwie was hinbekomme. Hoher Lebenspunktestand, immer schön auf CD halten, die Fähigkeiten. Vorspulen spielen. Nice! Sehr schön gespielt. Das war nett. Schön abgewartet, Artis noch geholt. Chancenlos sind wir nicht. Die Tempel sind von meiner Magie erfüllt.
Ja, nettes Spielchen. Das war echt eine nette Partie. Wie in draußen schon wieder ein Sturm tobt, ey. Oh nein, oh nein. Letzte Tage bin ich so gerne draußen gewesen und sagen wir mal, vor einer Woche war das. Weil die Bilder auf Facebook gesehen hat, auf Twitter gesehen hat, da habe ich zwei wunderschöne Bilder gepostet gehabt. Bin ein sehr naturfreudiger Mensch. Und wenn ich mir jetzt so, gestern war Hagel und heute Piste ohne Ende. Boah, eklig. Kommen wir mal rein, 64.000, ach nee, das reicht nicht ganz, um ihn einzubekommen. Aber trotzdem bin ich ganz zufrieden mit meiner Heilleistung. Das hätte auch schlimmer sein können. War ganz okay, 30k Damage gemacht, da war ich auch ganz gut dahinter. Damage musste mit Tyranne irgendwie schon hinbekommen, gerade wegen dem Eifer des Gefechts und dann wieder die Heilung aktiv haben und immer schauen, dass man volle Lebenspunkte hat, damit man die Heilleistung auch verstärkt. Puh. Aber an Karazin komme ich nicht ran. Schade. Na gut, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ciao.